Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar GinaTrader Helpdesk mit Carsten Berger. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich, dass Sie heute Abend live dabei sind und ich hoffe auch und würde mich auch sehr freuen, wenn Sie Fragen mitgebracht haben. Ich denke, Carsten freut sich auch darüber. Und bevor ich tatsächlich jetzt an den Carsten übergebe, müssen wir immer einmal kurz den Risikohinweis besprechen, denn auch dieses Webinar dient natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und unabhängig vom Inhalt heute Abend, was uns Carsten gleich zeigen wird, dürfen Sie dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, dann nochmal offiziell guten Abend, Carsten, und ich übergebe den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Hallo Nelson, ja. Danke für deine tolle Ankündigung. Wie immer macht mir das Spaß. Ich muss erstmal hier die Technik ein bisschen aufrufen, wieder meinen Bildschirm auswählen. Und ja, das gehört jetzt auch dazu. Los. Okay. Jetzt ist das richtige Bild zu sehen. Das hoffe ich. Wenn da jetzt ein anderer wäre, dann wäre das fragwürdig. Okay. Dann fangen wir einfach mal an. Herzlich willkommen auch von meiner Seite an diejenigen, die jetzt am Schirm dabei sind, wo immer auch ihr seid. Ich sitze hier in Rangsdorf, 10 Kilometer südlich von Berlin, bin gebürtiger Berliner und das Gesicht ist noch so ziemlich aktuell, 1,5 Jahre alt. Jetzt bin ich immer noch 52, ändert sich bald. Ja, bald bin ich 53 im Dezember. Und ja, ich werde euch auch nächstes Jahr auf jeden Fall weiter an der Seite stehen, um den Agina-Trader besser in den Griff zu kommen und für euch so anzupassen, dass es auch Spaß macht, mit ihm zu handeln. Tolles Tool, nicht einfach zu verstehen, wenn man erstmal drin ist, dann funktioniert das aber sehr, sehr gut. Ihr habt wahrscheinlich schon nebenbei gelesen, was ich so gemacht habe, deswegen möchte ich auch gar nicht so lange darauf eingehen, das reicht auch. Und damit fangen wir einfach mal an mit dem Agina-Trader Helpdesk Webinar. Was erwartet euch? Na klar, der Mittelpunkt ist im Endeffekt so, als würdet ihr beim Support anrufen. Ja, also wo ist, dass ihr jetzt hier live geschaltet seid, einfach die Fragen in den Chat schreiben oder bei Fragen euch reinklinken. Ich lese mir die dann durch und am Ende guckt ein Netz nochmal drüber, ob was Neues dabei ist und dann können wir darauf auch noch aktuell antworten. Ansonsten, wie gesagt, gestaltet ihr das hier ganz mit einfach nur zuhören, könnt ihr natürlich auch, macht aber wenig Sinn, weil wenn wirklich mal eine Frage brennt, dann kann man die hier vielleicht beantworten. Ja, wenn das zu tiefgreifende Fragen, dann muss ich da halt selber recherchieren, dann einfach nochmal eine E-Mail an mich schreiben und dann kriegt ihr dort auch eine Antwort. So, dann habe ich natürlich auch ein bisschen was vorbereitet. Viele ja, fahren vielleicht jetzt noch im Winterurlaub, wenn sie irgendwo noch ein Ferienhäuschen bekommen haben oder zu ihrer eigenen Eigentumswohnung oder wo immer, um da den Weihnachtsurlaub zu verbringen. Oder seid sitzt draußen auf der Bank im Schnee mit dem Laptop, kann ja auch sein. Dann stellt euch natürlich sich die Frage, wie ziehe ich denn jetzt mit dem Agina Trader um vom Desktop auf dem Laptop? Klar kann man da auch eine eigene Version, so einen anderen Server haben, entweder zu Hause, habt einen eigenen Server oder ihr habt einen Serveranbieter, dem ihr halt dann die Sache aufspielt und letztendlich könnt ihr dann, wenn ihr einen Server habt, unabhängig davon umziehen zu müssen, eure Daten sind immer aktuell, weil die sind auf dem zentralen Server geladen, könnt ihr dann mit dem Laptop arbeiten und mit dem Desktop. Vorteil einer Serverversion ist auf jeden Fall, dass euer Rechner, mit dem ihr dann nachschaut oder mit dem ihr arbeitet in MAT, gar keine hohe Performance haben muss. Denn einzig und allein ist entscheidend, dass im Endeffekt die Internetverbindung stimmt und die Berechnung von Signalen oder die Handelstätigkeit und die Stopversetzung und so wird dann auf dem Server ausgeführt. Natürlich entfallen darauf Unkosten. Es gibt eine externe Lösung und Neues halt beim Agina Trader ab der 2.75 Version, dass dort auch Agina Trader jetzt eine eigene Serverversion anliegt und die recht stabil ist. Ich selbst kann dazu jetzt nichts sagen. Ich habe keine Serverversion,
Ich habe das auf dem Desktop und wenn ich irgendwo hin muss, dann nehme ich mir einen USB-Stick. Das werde ich euch zeigen, wie sowas geht jetzt. Und lade mir dann halt den aktuellen Ist-Zustand meines Arjuna Traders auf den Laptop und dann geht das auch. Dazu gleich mehr. Und natürlich schauen wir dann nochmal einfach mal hinein, wie kann ich denn einfach meinen Chart gestalten? So geht's, wie kann man den verändern und anpassen? Kleine Dinge, die vielleicht nerven und die man von Anfang an nicht weiß, kann man sich halt dort relativ schnell erschließen. Darauf gehen wir ein. Und natürlich auf eure Fragen. Unabhängig davon, wer bei FX Flat ein Konto eröffnet oder zum Beispiel Arjuna Trader Produkte erwerben möchte, den kann ich nur empfehlen, vielleicht mit mir an seiner Seite die Sache zu starten, denn ich installiere die Software, führe einen Funktionscheck durch und habt natürlich dann auch die direkte Verbindung zu mir via Skype-Kanal und könnt dort eure Fragen stellen, die ich natürlich dann versuche, relativ zeitnah und zu bearbeiten. Wenn ihr die Installation selbst gar nicht machen könnt, könnt ihr natürlich sowas auch bei Arjuna Trader bei dem Team machen. Das kostet dann 75 Euro. Die könnt ihr euch schon mal sparen. Und zusätzlich gibt es gratis noch eine Coachingstunde im Wert von 129 Euro bei mir. Da unterhalten wir uns dann entweder über die Arjuna Trader Funktion oder halt über das Trading. Also solltet ihr ein Konto eröffnen bei XFlat oder bei Arjuna Trader ein Produkt kaufen, könnt ihr das gerne über meinen Affiliate-Link machen auf meiner Homepage. Dazu geht ihr einfach auf tradercoach.de und auf dieser Internetseite könnt ihr dann halt relativ schnell wiederfinden auf der Seite mit den Services. Rufe ich mal auf, dann könnt ihr das live sehen. Ich bin da mal kurz rüber, so zack. Tradercoach.de, Leistungen und Services. Und dann könnt ihr hier auf den entsprechenden Button klicken. Ich bekomme natürlich dafür eine Affiliate-Leistung. Und im Gegensatz helfe ich euch dabei, mit dem Arjuna Trader zu starten. Bevor ihr auf jeden Fall hier einen Kauf tätig oder wollt, bitte schreibt mich vorher an, damit ich halt sehen kann, wann die Sache, damit die Sache auch nachvollziehbar für euch ist und ihr die Leistung auch bekommen könnt und ich das eventuell klären muss, ob ihr schon woanders eingestellt seid oder eingetreten seid, über bei FXLet schon ein Konto habt zum Beispiel, dann geht das nicht. Von daher einfach mal Kontakt aufnehmen, damit wir da die Sache verhandeln können und vor allen Dingen dann später auch einen Termin vereinbaren können. Okay, das wieder weg. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich auch im Nachgang zu diesem Webinar einfach eine E-Mail schreiben. Das funktioniert natürlich auch. Okay, dann kommt jetzt das Tool, was es hier geht, Arjuna Trader. Nicht wundern, einige, die ja schon öfter dabei sind, die kennen vielleicht meine Plattform schon und sehen die ab und zu auch bei meinem anderen Webinar, was ich bei FXFlat halte, der Taucherstrategie. Das ist auch der Arbeitsplatz hier. Wir arbeiten hier aber im Webinar-Tab in dem Fall. Und das ist halt der andere Teil, ist halt, sagen wir mal, mein Original-Handelsplatz. In diesem Webinar-Tab, der natürlich extra für das Webinar ist, das nicht in meinem Handelsplatz regulär implementiert, sondern den benutze ich halt jetzt hier für diese Darstellung. Okay, dann schaue ich schon mal auf Fragen. Auch für die Mercury-Version. Muss ich mal die Fragen irgendwie ein bisschen größer machen, wieder rausziehen. Aha, sehe ich auch auf jeden Fall mehr Text. So, der Marc fragt schon, schön genommen Marc, wie kann ein Kursfeed zu IB eingerichtet werden mit verzögerten Daten nur für 5 Aktien gleichzeitig? Generell ist es so, dass IB ja eine Schnittstelle hat, und zwar eine API-Schnittstelle, an die der Arjuna Trader andockt. Und über diese API-Schnittstelle ist IB in der Lage, 100 Kurshistorien rauszuschicken. Das liegt eher daran, dass IB halt kein Datenlieferant ist, sondern sich ja auch als Broker definiert. Und da gibt es halt diese Restriktion.
für andockende Software, weil sonst könnte es ja sein, dass vielleicht jemand nur die Datenfeed benutzt, ohne jemals da einen Trade abzusetzen. Um das zu verhindern, ist das wahrscheinlich so einer bestimmten Restriktion unterliegen. Also ist 5 Aktien gleichzeitig ja nicht so das Problem. Das Problem, Marc, was du bekommen wirst, ist, wenn du screenst. Außer du hast diese 5 Aktien immer. Also jemand, der zum Beispiel jetzt ein Future handelt, meinetwegen den Bund Future die ganze Zeit, für den wird sich das auf jeden Fall ausgehen. Die Frage ist ja, wie kommst du zu den Aktien? Wenn ich jetzt hier meinen Screener betätige, dann siehst du ja hier unten schon bei mir den Datenfeed, hier links unten, wo meine Maus ist, da steht verbunden Trader Coach 343. Da siehst du schon, da komme ich mit den 5 oder den 100 von IB nicht hin. Zumal ich ja auch noch mehrere Zeitebenen teilweise im Hintergrund habe. Und deshalb geht sich das kaum aus. Für die 5 Zeitverzögerten ist es eigentlich kein Problem, dort einen Datenfeed zu abonnieren. Ja. Es gibt, glaube ich, eine Version, wenn du so und so viel handelst, kriegst du den ja auch zum Beispiel umsonst. So ist mein Stand. Also ich selbst nutze diesen IB-Datenfeed nicht. Ich habe einen anderen Datenfeed-Anbieter. Für die anderen entfallen natürlich dann dementsprechend auch Kosten, wenn man die hat. Ja. Man könnte auch Yahoo benutzen. Habe ich bei mir noch drauf. Ich weiß nicht, ob es auf der aktuellen Version, wenn jemand aktuell den Agena Trader hat, kann er ja mal reinschreiben, ob da noch diese Funktion Agena Trader drin ist. Moment mal, ich kapp das mal hier. Disconnecte mal, dann schauen wir mal rein in die Kontoverbindung. Und wenn ich jetzt hier eine Kontoverbindung hinzufügen will, dann gehe ich hier auf Hinzufügen und schaue mal hier rein, ob hier Yahoo noch drin ist. Und man sieht, ist nicht drin. Bei mir ist kein Fehler drin, es ist nicht mehr drin. Ist da so rausgenommen. Also diese Möglichkeit haben wir nicht mehr. Schade eigentlich. Aber dafür gibt es ja auch Xtick jetzt wohl neu für Agena Trader. Auf der Agena Trader.com-Seite kann man das machen. Zu dem Datenfeed selbst kann ich noch nichts sagen. Habe ich noch nicht getestet. Habe auch noch keinen Kunden, der das benutzt. Vielleicht kann ja jemand reinschreiben, ob jemand von euch Xtick als Datenfeed benutzt für End-of-Day-Daten. Kostet so $18, glaube ich, für 4.500 Symbole oder so, habe ich gelesen. Kann ich jetzt noch nicht so sagen. Mich hat gefragt, auch für die Mercury-Version, das ist die Frage, wie du das jetzt meinst. Für die Mercury-Version, vielleicht schreibst du noch was, kostenlose Daten. Muss man aber auch freischalten. Ja, für die Mercury-Version gibt es natürlich kostenlose Daten. Und zwar, wenn ihr bei FX Flat seid und da die CFDs handelt. Also jetzt nicht die CFDs über die TWS, sondern direkt bei FX Flat. Da habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr für die Instrumente auch die Daten geliefert bekommt. Dann fallen da keine extra Kosten an. Das darf man jetzt auch nicht vernachlässigen. Diese Variation, denn für gute Daten fallen halt mal so für einen amerikanischen Markt und einen deutschen Markt, Realtime Level 1, 80 bis 90 Euro an im Monat. Das ist natürlich für ein 1.000-Euro-Konto jetzt mal eine Menge Holz. Wenn ich im Jahr 1.000 ausgebe, dann muss ich schon eine gute Performance hinlegen. Ne? Also von daher das immer im Auge behalten, was man halt machen möchte. Achso, habe für den Server gemeint, auch für die Mercury. Ich denke mal, da gibt es kein Problem. Warum soll es für die Mercury da einen Unterschied geben. Ich habe zwar noch keinen gesehen, der jetzt die Mercury auf dem Server benutzt, aber warum nicht? Ist ja auch zu installieren, ganz normal. Ne? Gibt es was Neues mit dem MT5? Ja, Micha, wir haben vorhin ja 1:1 gesprochen über Skype, weil du ja ein paar Fragen hattest. Nein, ich habe jetzt auch in den letzten 30 Minuten nicht mehr Neues erfahren, was MT5 ist. Da werde ich den Nelson aber nachher nochmal fragen. Oder der jumpt gerade rein von der Seite, weil er zugehört. Wenn ich darf, kann ich natürlich direkt was dazu sagen. Dann grätsch einfach rein, Nelson. Sehr gut. Also es gibt tatsächlich was Neues. Seit dieser Woche können auch Kunden das System entsprechend testen. Wir haben natürlich unsere Tests abgeschlossen und soweit alles, was jetzt anstand, erledigt.
Und das heißt, man kann sich bei uns melden und bekommt dann weitere Informationen dazu. Und wenn soweit alles gut geht, dann können wir, denke ich, ab Januar das Ganze dann auch offiziell starten. Das hört sich ja schon mal gut an. Das funktioniert natürlich nur mit der 2.7.5-Version. Ne? Genau, also die letzte, aktuell braucht man, glaube ich, die letzte Beta-Version, damit auch die richtigen Verbindungen mit installiert werden. Und alles weitere, Freischaltung etc., kann man das bei uns im Team entsprechend erledigen. Super. Der Vorteil ist natürlich, dass ihr, glaube ich, wesentlich mehr CFDs anbietet, ne? Ja, und vor allen Dingen, man kann dann auch Futures handeln. Ja, das ist natürlich nicht zu vernachlässigen, ne? Ja. Also absolut. Definitiv, ich bin ja sehr gespannt, was ja auch für meine Perlentaucher-Strategie interessant ist, weil natürlich das Umfeld viel größer ist, als wenn jetzt alles für den MT4 hätte umgeschrieben werden müssen. Wenn das natürlich dann schon in der Breite mehr vorhanden ist, dann wäre das ja auch möglich, dass ich dieses Tool dann explizit auch noch für die FX Flat-Version quasi umsetze. Ne? Sehr gut, hört sich gut an. Ja, ich denke mal, das wäre dann auch nicht so das Problem. Also das ist relativ gut umzusetzen. So, super. Perfekt. Danke dir. Dann lohnt es sich manchmal doch einfach reinzugrätschen. Merke ich mir. Vielleicht brauche ich dich ja nochmal. Mal schauen. Okay, dann habt ihr die Information auf jeden Fall. Dann eine Frage von, wir müssen höher gehen. Wo ist meine Maus jetzt geblieben? Da ist er. So, das haben wir. Wie bekomme ich den SMA 10 in die Volumenanzeige unten hinein? Das ist ja mal eine konkrete Chartfrage. Na, bei mir in dem Tool ist ja auch was drin. Sieht man ja hier, diesen Durchschnitt. Das ist im Endeffekt nichts anderes als Indikator im Indikator. Ne? Da kann man halt ganz einfach über das Chart-Tool gehen. Also hier oben. Klickt da drauf und sucht sich jetzt meinetwegen das Volumen aus, wenn man es noch nicht drin hat unterm Chart. Die meisten haben es ja drin. Ne? Also bei mir ist es im Endeffekt hier dann, wenn er es noch nicht drin hat oder es weggeklickt hat, das normale Volumen Close hier. Ich denke mal, das kann man gar nicht das zweite Mal hinzufügen. Ich bin mir mal gespannt, ob das funktioniert. Das wäre ja auch mal lustig. Ja. Okay, das ist das einfarbige. Mal sehen, ob es passiert. Tatsächlich, man kann es wirklich zweimal hinzufügen. So, das habe ich jetzt hinzugefügt. Das ist das Einfarbige. Es gibt noch eins, wo es dann halt so wie hier zwei Kerzen gibt. Also mal für die Longkerzen, meinetwegen eine grüne Farbe und eine rote für die Shortkerzen. Bei mir ist es halt umgekehrt. Also angepasst an meine Farbskala von den Bars, den einzelnen. So, jetzt habt ihr das Volumen drin und nun wollt ihr ja hier das Volumen reinbuchsieren. Der Quatsch, den Durchschnitt. So. Dann gibt ihr hier oben einfach im Suchfeld SMA ein. Wenn ihr wisst, wie der Indikator heißt, dann habt ihr den auch schon. Dann doppelklickt ihr oder ihr zieht den hier so rüber. Das könnt ihr euch ja aussuchen, wie ihr möchtet. So, dann habt ihr immer so eine Standardeinstellung. In der Regel ist es, glaube ich, überall die 14. Und die 14 findet ihr im Endeffekt hier rechts wieder, und zwar bei Input-Parameters. Denn das hier, wenn ihr es markiert habt, hier, bei mir ist es grau unterlegt, je nachdem, was ihr für ein Farbspektrum habt in Magina Trader, könnt ihr halt dann sehen, okay, rechts Input-Parameters, hier stelle ich die Perioden ein, steht ja auch daneben. Bisschen zu gewöhnungsbedürftig für den, der gar keine Affinität zu Software hat, aber wenn man da andauernd drauf schaut, dann braucht man eigentlich dieses Feld am meisten, weil es darum geht, hier die Periode anzupassen. Jetzt frage ich mich gerade, warum das hier nicht geht. Jetzt bin ich da drin. So. Beim SMA war die 10 gefragt, dann schreibe ich hier natürlich auch 10 rein. So, und jetzt ist ja spannend zu wissen, wenn ich jetzt auf Ja klicke, übernehmen, dann ist die Frage, wo tut er denn den SMA, diesen Durchschnitt hin? In der Regel hier in den Chart, hier oben. Das ist ja auch ein Durchschnitt, das ist vom Bollinger Band der 20er SMA. So. Und jetzt den 10er wollt ihr aber nicht im Chart haben, sondern
eine Etage tiefer ins Volumen. So, und dann müsst ihr hier gucken, wo wird das denn visualisiert? So merke ich mir das immer. Also wo kann man das sehen? Und in welcher Farbe kann man das sehen? Deswegen ist Visual dann euer Feld, wenn ihr sagt, wo soll es sein und wie soll es aussehen? So, dann klickt man hier auf Ausgaben, da kann man dann hier den SMA sehen. Und dann kann man schon mal sagen, boah, dieses wundervolle, schöne Blau, also mir fällt es überhaupt nicht. Da klickt man halt da drauf und sagt, ich hätte das gerne in einem echt schönen Pink und in der Stärke 3, sage ich mal. Wie dick ist die Linie? So, das ist eigentlich auch das und wie man das auch dann haben möchte, entweder mit ein paar Punkten oder als durchgehende Linie. Ich mag die durchgehende Linie immer am liebsten noch. Da kann man das einstellen. Und jetzt kommt die wichtige Frage, wie kriege ich den da rein? Die beantwortet sich nämlich hier unten. So, dann klickt ihr da drauf und dann seht ihr jetzt hier so ein Auswahlfeld und da klickt ihr nochmal drauf. Und dann habt ihr hier auf der Seite die entsprechenden Indikatoren offen aus dem Chartfenster. Wenn ihr jetzt auf Chartpanel klickt, geht es in den Chart oben rein, wie dem, beim Bollinger Band. Klickt ihr auf New Panel, dann heißt, er setzt dann völlig neu und zwar unter dem, so, ich mache das mal weg, quasi würde ja hier so ein Indikatorfeld, wo jetzt das Volumen drin ist und RSI nochmal drunter setzen. Das wollen wir ja nicht, wir wollen da rein. So, jetzt müsst ihr abzählen, welche Nummer ist denn das? 1, 2, 3. Also müsste das theoretisch jetzt das dritte Feld sein. Kommt wieder das Feld rein, damit ihr wisst, wovon ich rede. Nochmal hier klicken. Da. Wir versuchen es mal mit der 3. Klicken wir auf Übernehmen und achtet jetzt mal hier auf den, das Volumending. So, zack. Da haben wir den drin. Ja. So, jetzt haben wir den da drin und jetzt wird euch auffallen. Irgendwie sieht das ja komisch aus. Na, da oben sieht es irgendwie besser aus. Was haben wir vergessen? Das ist immer Fehlerfrage, ist immer gut. Klicken wir dann nochmal rauf. Wir haben gesagt, zehnfache Periode, passt. Wir haben die Farbe angepasst. SMA, super. Die Linie, weil wir sie so dick haben wollen. Und jetzt haben wir gesagt, welcher Ort? Chartpanel 3 stimmt auch, denn drin ist sie. Aber was haben wir vergessen? Der SMA nimmt jetzt im Endeffekt seinen Durchschnitt von irgendwelchen anderen Daten. Und zwar von dem, wo er sie immer herkriegt, hier oben, vom Close Course. Seht ihr den? Eingabeserie, Input, da holt er die Daten her, weil sonst ist er ja eigentlich immer da oben, ne, beim Chart. Und da holt er die Kursdaten und bildet daraus den Durchschnitt. Nun haben wir es aber vom Volumen. Also was müssen wir machen? Wir nehmen hier, aufklicken, dann haben wir da auch wieder so ein verstecktes Feld. Und hier öffnet sich wieder, was haben wir hier Schönes, wieder das Indikatorenfeld. Ja, da brauchen wir jetzt nicht den Close, weil der steht ja drin, also der Schlusskurs. Sondern wir machen hier auf Indikatoren, klicken hier rein. Damit ihr nicht immer zoomen, drückt ihr einfach jetzt auf V. Dann sind wir schon bei V angekommen. Und wir nehmen jetzt auch das, worauf wir den Durchschnitt berechnen wollen, in dem Fall hier VOL für Volumen. Klicken auf OK und auf Übernehmen. Jetzt schaut mal auf diesen rosa Durchschnitt, der vorher hier einfach nur auf dem Fußboden liegt. Der bewegt sich tatsächlich und schon, oh Wunder, haben wir ein SMA 10 drin. Der Trick dabei ist, ihr könnt so mit jedem Indikator letztendlich andere Indikatoren aufschachteln. Was wichtig ist, ist nur, dass ihr euch da nicht verzettelt. Ja, also ich hoffe, die Frage ist soweit beantwortet. Ich glaube, Marc war es, wenn mir nicht alles täuscht. Nee, Micha war es. Danke für die Frage übrigens. Kam auch schon mehrmals per E-Mail und schön, dass ich die heute nochmal live jetzt hier hatte. So. Okay. Ja, da gab es noch einen Zusatz von Anna Michael, aber verankern kann man das leider nicht. Nee, man kann es in dem Sinne, ich weiß nicht, was du mit verankern meinst, also was man nicht machen kann, ist damit, dass ich das Ding jetzt hier in die Actionbar reinmache. Das funktioniert nicht. Also ich kann nur einen Indikator reinmachen, aber nicht beide unter einen Button zum Beispiel. Das wäre natürlich auch cool, wenn ich sage, ja, mach das mal weg. Und wenn ich wieder raufklicke, so wie mit dem Bollinger Band, ja, ist es weg. Klicke ich rauf, ist es wieder da. Oder ich hover drüber, so mit dem Blinkeffekt, wie man das möchte. Das geht leider nicht, wenn das mit dem Verankern gemeint ist.
Okay, dann haben wir die Frage abgearbeitet. Lasse ich das mal drin. Ich nehme es aber nicht in mein Design auf, also die Farbe liegt mir nicht ganz so. Das nehme ich aber meistens, wenn ich irgendwelche Conditions teste von Kunden oder so. Dann nehme ich die, weil die sticht wirklich ins Auge. Und dann möchte man möglichst schnell damit fertig werden, damit man die Farbe wieder rausnehmen kann. Okay, dann hatten wir das Thema einfach mal den Chart schön machen. Ja, viele haben ja die entweder das Layout, ja, wenn man hier auf Haupt geht, dann hat man ja hier so ein Style-Ding und dann kann man sich hier mal, ich habe den Artic-Style, so durchscrollen und mal ausprobieren. Die meisten haben, glaube ich, Royal auch. Das ist dieses dunkle Layout. Ich selbst mag das nicht. Also sonst habe ich schon dunkle Sachen. Ich mag es gedämpft. Also ganz weiß mag ich zum Beispiel auch nicht, weil das die Augen, ich sitze ja viel vor dem Bildschirm, entweder beim Coaching oder halt, sage ich mal, selbst beim Handel. Und das ist das Problem, weiß. Also ein pures Weiß strengt meine Augen extrem an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss einen Mittelweg finden. Deshalb habe ich hier mir so ein Grau hintergepackt. Ja. Und wer jetzt fragt, wie kriege ich den Hintergrund denn hier so hin? Da sind wir schon da. Hier oben, wenn ihr mit der Maus raus seid, dann ist die Leiste nicht da. Wenn ihr da reinkommt, dann kommt die automatisch, diese Leiste. Und vielleicht sieht die auch bei euch anders aus als bei mir. Ebenfalls haben wir diese Einstellungsmöglichkeit für die Farbe hier hinten schon jetzt drin. Wir sind schon da hier. Dieser Tischtennisball, der ein bisschen bunt gefärbt ist, da steht schon Farbe. Wenn ich darauf klicke, öffnet sich ja schon hier in so ein Auswahlmenü. Und in dem Auswahlmenü könnt ihr ganz einfach hier rüber die Hintergrundfarbe ändern. Entweder Benutzer definiert. Da könnt ihr euch aus dem Internet hier die HTML-Codes holen. Dann habt ihr die schönsten Farben. Ja, oder hier RGB geht auch. Macht dann auf OK und dann habt ihr das. Könnt jetzt auch sagen, nee, ich will jetzt einfach nur schwarz haben, aber das mache ich jetzt nicht, dann versauen wir uns das, dann sehen wir ja nichts. Aber ihr könnt hier was auswählen, das ändert dann die Farbe. Relativ einfach. Dazu den Tipp, wenn ihr ein Tool habt, welches ihr verändern wollt oder ganz blanko anfangt mit dem Magina Trader, dann ist es immer sinnvoll, anzufangen mit einer Vorlage, war auch schon mal Thema hier. Das heißt, ihr fangt an mit einem Chart, den ihr euch schön macht. In dem Fall ist es ja hier ein Chart, da ein Chart und da ein Chart. Natürlich könnt ihr hier oben anfangen, sagen, ich mache das grün, den Hintergrund, dann klicke ich hier rauf, mache den grün, mache den hier grün und so weiter und so fort. Wenn ich das natürlich mit mehreren Änderungen mache und sage, hey, das Volumen hätte ich hier so blau und schwarz, wie Carsten es hat und die Kerzen weiß-schwarz, dann ist das schon eine ganze Menge Klickerei. Denn so einfach ist es nicht, dass man sagen kann, ja, hier klicke ich das und dann übernimmt er das überall. Ja, das ist, so ist es nicht, sondern er übernimmt es da, wo ich geklickt habe. Wenn ich aber den Chart so eingestellt habe, na, sagen wir mal, es ist jetzt mein Chart, meine Vorlage, Indikatoren drin, Farbanpassung, was immer, dann klickt ihr hier mit rechts rein. Ich empfehle immer, bei einer Art und Weise zu bleiben. Mein Ding ist es immer, in die Auswahlmenüs zu gehen. Man kann hier oben sich auch mit den entsprechenden Buttons helfen. Ja, da kann man auch Vorlagen speichern und so weiter, hat aber nicht immer alle Funktionen. Und deshalb bleibe ich immer beim Auswahlmenü. Legt euch da relativ schnell fest, weil das Auge gewöhnt sich dran und ihr arbeitet einfach effektiver, wenn ihr immer das Gleiche tut. Wie beim Kampfsport, ihr macht immer die gleichen Bewegungen 10.000 Mal und irgendwann wecken sie euch nachts und ihr schreit dann auf wie ein Kung-Fu-Player und springt aus dem Bett und habt es drauf. Und so soll es beim AT auch sein. Also immer wieder das Gleiche machen, dann denkt ihr über die Bedienung nicht mehr nach und könnt euch auf den Handel konzentrieren, logischerweise. So, also mit rechts hier reinklicken, Einstellungen, Chart, Vorlagen. Wenn es noch auf dem Bildschirm passt, hoffe ich. Speichern unter. Das passt noch auf. Nicht erschrecken, hier sind auch noch meine mit bei. Das sind ein paar mehr. Die werden aber alle automatisch installiert beim Add-on. Das ist jetzt kein Problem. Aber hier oben macht ihr den Select und gebt dann euer Namen da rein. Meinetwegen Test oder so, so wie ich es gemacht habe. Klickt auf OK. Test 2. Meinetwegen OK. Und wenn ihr jetzt wieder hineinschaut in die Vorlagen, Einstellungen, Chart Vorlagen und wollt die jetzt irgendwo anders laden, meinetwegen in das Feld zum Beispiel, dann klickt er da rein, Einstellungen, Chart Vorlagen, Lade. Jetzt müssen wir gucken, Test 2. Das wird wahrscheinlich bei T sein, also irgendwo da ganz weit unten.
da Test 2. Wenn ich darauf klicke, dann sieht das Ding genauso aus wie da. Also logisch, systematisch aufbauen, eine Chartvorlage so bearbeiten, wie sie sein soll, Chartvorlage speichern und dann Chartvorlage in andere Felder installieren, also einladen. Macht's einfacher. So, wer sich fragt, warum das Ding so anders aussieht, ich habe in meinem Tool habe ich diese Icons und Buttons natürlich reduziert. Man hat ja viel mehr noch. Und wenn hier was fehlt, was einem da, dann geht man hier Add and Remove Commands und dann seht ihr, alles, was angehakt hat, ist in dieser Liste drin, hier oben in dieser Leiste. Und man kann natürlich hier noch viel mehr reinmachen. Ja, weil manchmal ist, glaube ich, fast alles aktiviert. Wenn ich das mal alles reinmache, dann ist mein Chart gar nicht so lang. Hier oben schon, hier unten wird es aber schwierig. Ja, dann habe ich halt nicht alle drin da. Und dann muss ich hier auf dieses ganz kleine Feld klicken, dieses Dreieck da unten. Und dann kriege ich wieder den Befehl und dann steht da nicht mehr Add and Remove wieder oben, wo ich halt die Sachen auswähle, sondern dann steht da drin Hidden Commands, also versteckte Kommandos, ja, Buttons. Und dann muss ich da noch aufklicken und dann muss ich mir hier noch das raussuchen, was ich haben will. Ich persönlich bin ein Freund von weniger Informationen. Das trifft nicht nur beim Trading zu, sondern es trifft auch beim entsprechenden Handel zu. Ja, und auch beim Agina Trader. Das heißt, ich nehme mir gerne Sachen einfach raus. Ja, also nehmt doch das raus, was ihr wirklich nicht braucht. Ja? Also wenn ihr keine Optionen habt, dann braucht ihr auch dieses Pad nicht. Wenn ihr wieder rein und rauszoomen wollt mit dieser Anzeige, dann nehmt die doch raus, spart Platz, weil rein und rauszoomen im Chart könnt ihr mit der mittleren Maustaste einfach, wenn ihr eine habt. In der Regel haben ja fast alle sowas. Komplette Historie Anzeigen brauche ich nicht. Meine Finger am Maus ist schneller. Zeiger, ja, die Einstellung kann man machen. Öffentlicher Modus, ja. Bartimer, muss ich nicht bedienen. Wechsel darin auch nicht. Brauche ich Ordervorlagen? Ja, Chartvorlagen kann ich haben. Also passt das einfach eurem Genre letztendlich an. Und je weniger, wie gesagt, ist halt einfach doch mehr. So. Na, drucken kann ich auch anders. Speichern brauche ich auch nichts. Trade-Visualisierung, ja, Chartnetz und so weiter und so fort. Und dann sieht das Ding schon wieder ein bisschen schmaler aus und komfortabler. Und natürlich auch hier im Scanner könnt ihr das genauso machen. Ja. Hier oben in der Liste könnt ihr ja auch dementsprechend eure Sachen anpassen, die ihr nicht braucht. Dann habt ihr nur 3, 4 Symbole, die ich in der Regel nur nutze. Und dann sieht es aufgeräumt aus. Ja. Ich sag mal jetzt hier, wenn ich jetzt hier im Screener OS drin bin, dann sieht man, ich habe eigentlich nur 4 Stück da drin. Ja. Gerüst ist eigentlich für die Leute nicht, brauchen sie nicht. Und je mehr Informationen da ist, auch hier oben kann man das machen, dieses Band hier, ne, geht natürlich auch. Klickt da oben wieder auf dieses kleine Dreieck. Auch da habt ihr eine riesen Auswahl von einzelnen Funktionen und das erschlägt meistens. Ja, also was ihr wirklich braucht, wenn ihr einen Arbeitsplatz habt, sind halt relativ wenig Funktionen. Und die Funktionen sind ja auch nicht weg, wenn ich die hier oben nicht sehe. Ich habe sie nur als Button vorliegen. Wenn ich sie brauche, finde ich sie natürlich hier immer unter den einzelnen Informationen im Menü. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, findet man die dort relativ schnell. Ich finde es übersichtlicher als so ein Button, aber jeder hat ja andere Vorlieben. Okay, zurück zum Webinar-Tab. Was haben wir noch im Chart? Klar will man die Kerzen auch anders einstellen. Ja, wurde auch gefragt, hey, ich will auch schwarz-weiß haben, weil ich ja die Indikatoren besser sehe, als wenn ich auch noch rote, weiße Kerzen, grüne Kerzen habe. Auch wieder über dieses Farbtool. Und dann kann ich natürlich hier einstellen, Kerzeneinstellungen. Und man sieht dann relativ schnell, dass ich das hier verändert habe. Auch den Typ der Kerzen kann man natürlich anpassen. Agina Trader bietet ja hier den Bar Chart, Line Chart, Mountain Chart, Kagi, Point Figure, Renko, Three Line Break und Equi Volume Shadow und Candle Volume. Also eine ganze Menge. Und damit kann man halt hier die Farben anpassen. Die Aufwärtskerzen halt auf weiß gestellt und die mit den Downticks letztendlich schwarz. Kann man auch ein Pre- und Post-Market einstellen.
wie breit die Karte sein muss, den Abstand, ob 3D oder nicht. Also 3D-Effekt habe ich rausgenommen. Ich mag es halt lieber einfach. Nehmen wir mal rein, mal sehen, was passiert mit den Kerzen. Schaut mal hier auf die Kerzen, ob das irgendwie anders aussieht. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich finde es so besser. Okay. Da, ups. Ja, so was passiert, wenn man das größer macht. Wie kriegt man es wieder weg? Entweder hier oben wegklicken oder darauf abbrechen. So, das erstmal zu diesem Menü. Welche Funktionen benutzt ihr am meisten? Logischerweise in diesem Bar ist Indikator hinzufügen. Gerade am Anfang versuchen ja viele Kunden erstmal die vorgefertigten Arbeitsplätze zu benutzen. Und dann kommt natürlich der große Punkt. Nämlich, ihr wart auf einem Seminar oder ihr habt ein Buch gelesen oder ihr habt, ja, ihr wart beim Seminar, Webinar geschaut und jetzt wollt ihr eure Strategie, die ihr entweder selbst entwickelt habt oder von einem Coach oder sonst wie im Lesen habt, einfach umsetzen. Und da wird es dann spannend, weil ich muss mir dann schon Gedanken machen, wann fange ich an, wo will ich hin? Also ihr müsst euch wirklich aufschreiben, wie euer Arbeitsplatz aussieht. Das hat so ein bisschen was zu tun mit Homepage-Planung. Ja? Also wenn man da nicht von Anfang an gut anfängt, dann verzettelt man sich da im Menü. Und so ist es hier auch. Also macht euch einen Plan, wie ihr da rangehen wollt. Und dann schafft ihr das auch, aber macht euch da wirklich einen Plan. Das ist halt ganz wichtig, damit das übersichtlich bleibt. So, diese Indikatorenseite. Diesen Button hier oben, den benutze ich mal. Da benutze ich wirklich einen Button, weil der ist ja relativ leicht zu merken. Dann habt ihr hier die ganzen Indikatoren, eine ganze Menge, die ihr an GinaTrader da zu bieten habt. Oh, ich weiß nicht, was da alles drin ist. Ich benutze auch gar nicht so viel davon. Aber ihr habt ja schon eine ganze Menge, ich glaube über 150 sind es. So, was ihr ja natürlich auch noch habt, sind Premium-Indikatoren. Was ist das? Das ist nicht, letztendlich nichts anderes als die bezahlbar sind, man bezahlen muss für, aus einem anderen Add-on, zum Beispiel hier ein Markttechnik-Tool ja, von AginaTrader, da sind die Premium-Indikatoren mit bei. Man sieht hier diese 1, 2, 3 Sachen und so. Die mit Plus sind bei mir freigeschaltet, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Und die mit einem Minus, glaube ich, nicht. Ja, so müsste es sein. Dann habt ihr natürlich Conditions. Wer es nicht weiß, Conditions sind Signale. Ne? Kennt ihr aus anderen Tools, ah, ich kriege ein Signal, ich muss long gehen oder ich muss short gehen. Ein Hinweis darauf, dass eben etwas passiert ist, was meiner Handelsstrategie entspricht. Und wenn ich darauf klicke, dann habe ich hier auch verschiedene Untermenüs. Da sind schon einige Sachen vorgefertigt, die mit dem AginaTrader ausgeliefert werden. Ich glaube, in der Regel sind das wir reden hier von der Andromeda-Version. In der Mercury-Version sieht das wahrscheinlich anders aus, weil da kann man halt nicht alle Signale einsetzen, weil da gibt es keinen Condition Escort, sondern da muss man über die Programmierung gehen. Also man muss wirklich selber entweder einen Code reinprogrammieren, kompilieren und dann damit arbeiten oder man nutzt halt dann die Möglichkeit, doch die Andromeda-Version zu erwerben. Dann hat man ja die Möglichkeit, relativ einfach mit dem Condition Escort die Sachen per Drag und Drop zusammen zu tackern. Muss ein bisschen Übung haben, aber es geht eigentlich sehr gut. So, wenn ich jetzt hier die ganzen Condition-Signale drin habe, dann habe ich hier zum Beispiel bei TurtleTrader, da hat das AT-Team diese Conditions zusammengestellt, dann kann ich die auch hier in den Chart reinziehen, zum Beispiel, und mir sagen, ha, das lasse ich mir mal unterm Chart angucken, wann gibt das denn ein Long-Signal zum Beispiel? Und jetzt steht hier wieder, haben wir ja gerade gelernt, Visualisierung, wo ja, und wie. So, dann habe ich hier auf alle Fälle das Wo schon mal, und zwar unter dem New Panel, am besten unter dem Chart. Wenn ihr das nicht mit diesen Pfeilen sehen wollt, sondern ich nehme es immer so, wenn ich mir Signale erstelle, anschaue, ist das meine Ansicht, wo ich halt relativ schnell die Signale sehe. Es ist komfortabler, wenn ihr ein Signal entwickelt, das da drunter zu legen, weil ihr in der Länge gleich die entsprechende Historie seht von den Signalen. Und wenn ihr halt die Pfeile seht, dann ist das auch möglich, aber nicht so gut. Wann schaltet es sich ein und wann schaltet sich das Signal aus? Farbe kann man auch bestimmen, ist aber hier eigentlich relativ zwecklos, weil
die Farbe für die Pfeile, die müsst ihr in der Condition festlegen, im Condition Escrow. Jetzt gehe ich hier mal auf Übernehmen und OK. Und dann seht ihr, hier haben wir so ein Turtle-Signal. Und immer dann gibt es hier so einen Zacken. Ja, dann weiß ich, okay, in dieser Periode hier hinten, da ist auch ein Pfeil drin. Da hat das AT-Team eigentlich in Condition Escort angeklickt, mache einen hellgrünen Pfeil, ja, wenn das Signal entsteht. Kurzer Hinweis, Strategien, Condition Escort, das ist das Ding. Schauen wir uns die Condition Curtle Long mal da an. So, so sieht das Ding aus, Condition Escort. Und wenn ich da diese Farben reinhaben will in den Chart, dann muss ich hier auf Turtle Trader gehen, Long. Das ist jetzt hier die Condition, da haben sie sauber gearbeitet. Und da sieht man hier, das ist genau der Punkt. Das ist der Pfeil im Chart. Ne? Da kann ich mal einstellen, wie groß der ist, aber Condition Escort ist nicht das Thema. Ich möchte einfach, dass ihr versteht, ja, ich möchte einen Pfeil im Chart haben. Den kann ich aber nicht im Chart einstellen, sondern muss ich beim Signal einstellen. Ne? Das geht darüber. So. Da kann man jetzt natürlich schön mit dem Mausrad zusammenziehen, die Sache, und kann gucken, oh, hier ist ein Signal, da wäre long gegangen, hier ist ein Signal, da wären sie long gegangen. Also Turtle Trader Funktion, hier sind die Long-Signale. Und da kann ich mir die Sache halt erarbeiten. Signalerstellung hat auch etwas mit Filtern zu tun, mit langen Phasen und auch mit Entries oder Trigger. Das ist eher ein Trigger, weil er ist nur einmal vorhanden, ne? Ist keine Phase, die länger anhält, dann wäre ja dieser Zacken länger auf 1. Ne? Hier hinten seht ihr eine 0 und eine 1. Mehr hat das nicht, weil das bedeutet, wenn das Signal aktiv ist, dann springt der Computer auf die Befehl 1. 1 heißt aktiv. Ne? Das seht ihr dann auch immer im Scanner, wenn hier links eine 1 auftaucht zum Beispiel. Ansonsten steht immer eine 0 als Signal. Und das ist halt nur punktuell, deswegen nennt man das einen sogenannten Trigger. So, somit kriegt ihr halt die entsprechenden Signale hier hinein, um das zu kontrollieren. Und wenn ihr das raushaben wollt, also wenn ihr euer Signal jetzt fertiggestellt habt, dann ist es sinnvoll, die Sache hier unten rauszunehmen, weil es nimmt euch ja wieder ein Feld weg. Es ist nicht praktisch zum Erstellen eines Signals mega, weil ihr könnt ja euch, wenn ihr vorstellt, mehrere Bedingungen übereinander habt. Hier ein Turtle Long Signal, hier ein SAR, da ein paar Donkian Channel Auswertung, noch ein RSI, dann könnt ihr diese Signale alle übereinander legen und seht, wann die einzeln ausschlagen. Das ist ganz wichtig, damit ihr nämlich wisst, wann überhaupt ein Signal entsteht. Ja, deswegen macht man die immer einzeln relativ einfach, weil wenn ein Signal völlig falsch steckt, dann kann es sein, dass ihr ewig lange rumsitzt an diesem Signal, aber gar keine Antwort bekommt. Und das wäre ja schade, weil ihr habt umsonst gearbeitet. Also legt euch die dann hier so untereinander, so wie ich es gezeigt habe. Und wenn ihr fertig seid und nur diesen Pfeil noch sehen wollt, das könnt ihr hierüber machen, über den Chart. Also wieder auf dieses Long-Signal klicken, dann könnt ihr auch gleich doppelt hier raufklicken. Dann geht das auch auf und müsst nicht über diesen Button gehen. Dann ist es markiert und rechts können wir natürlich wieder einstellen. Und wir haben hier Chart Panel 4 stehen. Ich habe immer gesagt, Visual. Wo und wie soll es aussehen? Das ist jetzt hier das Wo. Und 4 ist jetzt quasi, 1 ist der erste Indikator, 2 ist der zweite Indikator, 3 ist der dritte Indikator, 4 ist der vierte Indikator. In dem Fall ist der Indikator unser Signal. Ja? Und wenn wir das jetzt nicht mehr sehen wollen, dann sagen wir ihm, zeig uns das auch im Chartpanel an. Chartpanel ist, wie gesagt, hier oben das Ding, wo der Chart drin ist. Auf Übernehmen. Schaut mal hier hin, links daneben, dann geht das weg. Und damit habt ihr aber immer noch das Signal als Pfeil da drin. Ja. Manchmal ein bisschen verwirrend, dass man halt das Signal da drin sieht, aber dann irgendwie nicht anklicken kann oder so. Aber so geht's. Okay, was haben wir noch Schönes hier drin? Hatte ich ja letztes Mal gezeigt, hier ein Instrument hinzufügen, eine zweite Datenserie. Hier oben könnt ihr natürlich auch den Price-Style ändern. Sagen, nö. Also schwarz-weiß ist schön, aber ich mache hier lieber einen Barchart. Der sieht dann aber auch schwarz-weiß aus. Und den finde ich halt wieder nicht so schön. Also da brauche ich schon, ich habe schon eine Lesebrille auf, aber da bräuchte ich jetzt wirklich schon, weiß ich nicht, einen Verstärker. Ah, nicht so schön. Aber so kann man es halt anpassen. Man kann auch eine Mountain-Anzeige machen. Also wie ihr das wollt. Ja. So, dann haben wir daneben, auch sehr oft benutzt wird, Zeichenwerkzeuge. Ist auch sehr mächtig.
kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das hier durcharbeitet, ich werde jetzt hier nicht jedes einzelne Teil anzeigen, aber es gibt eine ganze Menge. Und die wichtigsten, wenn ihr euch das alles hier mal durchgeschaut habt, die wichtigsten, die würde ich natürlich in Actionbar packen. Hier rechts, das ist der Actionbar, ne? Haben wir schon mal gehabt, hier rechts, wo die ganzen Buttons sind. Hier ist der 50er bei mir zum Beispiel drin, den finde ich halt wichtig. Bollinger Band ist wichtig. Die packe ich mir rein, die ich immer brauche. Ja? Dann ist der RSI zum Beispiel drin, dann geht unten das Feld weg, wenn ich darauf klicke. Ja? Nicht in meiner Strategie, sondern hier für euch, habe ich das demonstriert. Also packt euch die Zeichnungen auch da rein. Das sind hier die Zeichnungen. Ich habe hier eine Trendlinie grün drin, eine Trendlinie rot, eine blaue Linie, ja, für meine Volumenwiderstände. Dann habe ich einen Text drin und einen Ruler, ein Messer, also wo ich messen kann hier von unten, wie weit ist dann der Abstand bis hier oben. Ach, sind 15%, 17 Dollar, ein Bar ist das und ein Preis von 17,23. Ja, das kann man da, das sind die wichtigsten Funktionen. Also wenn ihr euch die anschaut, hier drin, gibt hier eine Linie einfach mal, eine Trendlinie, Default. Sieht die so aus. So, kann man jetzt nicht so viel reißen mit. Wenn ich die einstellen will, im Chart, klicke ich hier doppelt drauf, öffnet sich Eigenschaften. Klar, erste Sache ist mal, ich will eine andere Farbe haben. Da ist sie wieder. Wir sind wieder im Pink-Modus. Und ja, so dünn ist schön, aber ich mag die lieber in 5. Und dann kann ich hier noch ein paar Sachen einstellen. Ob die sich nach rechts erweitert, so wie die hier, ob sie sich nach links erweitert, ob die magnetisiert ist, ob ich die sperre oder ob ich sie auf allen Charts anzeigen lassen will. Wichtig ist nur, dass wenn ihr es hier verändert habt und wollt es, dass es als weitere Vorlage verwendbar ist, das speichern müsst. Also müsst ihr hier einen Namen vergeben. Test 21 schreibe ich mal, weil ich weiß nicht, ob ab. Und jetzt sucht er wahrscheinlich, wo es speichern. Nee, nee, jetzt ist es eine Diskette. Ich weiß nicht, warum das da anders ist. Da ist Diskette, woanders steht speichern oder übernehmen und okay, hier ist eine Diskette. Die nehmen wir auch mit. So, speichern wir das. Wir kriegen auch keine Bestätigung. Finde ich auch ein bisschen komisch, aber ist halt so. Wenn man es weiß, tut es ja auch nicht weh. Dann schauen wir rein ins Menü. Ups, ist ja drin. Ne? Also habe ich die jetzt drin. Und wenn ich jetzt das Ding jetzt wieder verwenden will, dann kann ich den Weg hier rüber gehen. Hey, wo ist denn die Linie? Die Linie ist da. Es war eine Trendlinie und jetzt nehme ich Test 21 und kann malen. Das kann ich machen. Wenn ich die schon im Chart drin habe, dann kann ich die auch anklicken mit Steuerung und C. Die Apple-User mögen es mir verzeihen. Das ist wohl anders. Und dann Steuerung V, dann kriege ich die gleiche Linie auch. Das ist ja schon mal gut. Das finde ich sehr komfortabel. Da muss man ja sich immer irgendwo rumdrücken. Dann, das geht relativ schnell, den Tastaturbefehl. Komfortabler ist natürlich, ihr packt euch das Ding hier wieder in den Actionbar rein. Wie geht das? Actionbar-Einstellungen gehen. Hammer und Sichel, sage ich immer, da oben zu. Was haben wir eben gehabt? Zeichenwerkzeug. Zeichnungen steht da. Dann nehmen wir das. So, hier sind da meine anderen paar Dinger drin. Jetzt muss ich überlegen, was mache ich denn jetzt? Bearbeiten gibt es nicht. Also muss ich hier unten draufklicken auf dieses leere Auswahlfeld. Und jetzt geht's los. Jetzt muss ich überlegen, was war denn das eigentlich? Was ich gesucht habe, ist eine Trendlinie. So, und was habe ich aber geschrieben? Trendlinie, TTTTT. Trendlinie habe ich, hier ist Trendlinie und was habe ich gespeichert? Test 21. Okay. Und jetzt gibt es wieder einen Tipp von mir gratis, den ihr wirklich beachten solltet, weil es immer wieder vorkommt, ihr habt einen wunderschönen Arbeitsplatz, ihr verändert etwas und drückt dann auf Apply for All und schon habt ihr alle Tabs, alle hier oben, alle Charts überschrieben mit dieser Vorlage, die ihr gerade aktuell bearbeitet habt. Das ist ein Problem, weil wenn man die anders hat, wenn man ja sagt, man handelt vielleicht Forex anders mit anderen Indikatoren, hat das schön gemacht, klickt hier drauf, Apply for All, dann ist die Forex-Vorlage auch so, wie er sonst wahrscheinlich Aktien handeln will, überschrieben. Ne? Also das wäre jetzt auch nicht so schön. Also klickt hier nur auf Apply, bitte. Dann habt ihr aber auch nur in dem Chart diese rosa Linie. Das Schöne, ich habe auch meinen Ruler rosa gemacht, jetzt oder wie? Auch nicht verkehrt. Habe mich schon gewundert, was das hier ist. Hatten wir aber schon mal. Und von daher das nochmal zur Erklärung. Aber ihr seht hier unten, dieser Chart, ich mache den mal groß. Man kann ihn nur verkleinern. Der ist ja dann nur im Hintergrund.
dann seht ihr, ich habe hier nur ein rosa, und zwar nur den Ruler, nicht diese Trendlinie drin. Und das müsstet ihr dann halt wieder hinzufügen, bis ihr dann letztendlich die Vorlage habt, die für die anderen Tabs auch zutreffend ist und die dann dort speichern und dann dort hineinladen, um nicht alle zu überschreiben. Wenn eure Vorlagen immer alle gleich aussehen müssen, dann solltet ihr das auf alle Fälle vorher als Backup machen, ein Backup anlegen und dann die abspeichern. Okay, das waren mal jetzt hier ein paar Chart-Tipps. Was ich euch zeigen wollte, wie nimmt man denn den Agena Trader mit? Das ist ja auch ein Ding. Als erstes macht ihr hier ein Backup. Ja, Backup normal, über Hauptmenü. Dauert ein bisschen, bis er hier was sagt. Sagt er was? Genau. Bei mir ist es eine andere Festplatte. Ja, ich habe sie nicht auf C, sondern extern. Das könnt ihr alles so lassen. Das ist das Wichtigste und frisst auch nicht so viele Daten. Das 705, wenn ihr hier die Protokolle anklickt, dann werden es gleich mal ein bisschen mehr, bis zu 1 Gigabyte und mehr. Da könnt ihr einstellen, welchen Zeitmodus das automatisch geht. Brauche ich nicht. Jetzt will ja jetzt ein Backup machen, also Backup los. Mache ich jetzt nicht, dauert sonst ein bisschen länger. Macht dann Backup. So, das habe ich schon mal. Dann könnt ihr den Agena Trader auf dem Laptop installieren. Ja, nehmt das Backup auf dem Verzeichnis. Bei mir war es ja auf D noch was. Ne? Hier, das Verzeichnis müsst ihr euch natürlich merken. Dieses hier. Das müsst ihr dann auf der Festplatte suchen. Und wenn das Backup fertig ist, dann findet ihr das Backup im Agena Trader, logischerweise bei D Backup. Geht mal drauf. So, warte, ich hole euch mal den Browser rüber. Festplatte D. Bei euch sieht das nicht so aus, ja, nur bei mir. Dann habe ich hier DAT Backup. Wo ist es denn? Manuelles Backup. Da. Darauf klickt, dann kriegt ihr nochmal ein Unterverzeichnis und hier sind, ich habe wirklich Backups gemacht. Das ist unglaublich. Aber ihr habt dann die ganzen aufgelistet und da könnt ihr natürlich das nehmen, was ihr aktuell, 13.11. das letzte Mal, könnt ihr halt das nehmen und dann auf den USB-Stick kopieren, macht das dann in den Laptop, spielt das dann da auf und dann macht ihr im Endeffekt nichts anderes als Haupt Backup wiederherstellen. Natürlich auf dem Laptop. Ne? So, dann müsst ihr ja dasselbe Verzeichnis irgendwie finden, wo ihr da irgendwie seid. Am besten legt ihr da auch so genauso eins an wie da. Dann findet sich das einfacher und dann seht ihr genau das hier, nicht auf von 2019 natürlich, sondern das. Ihr könnt es auch nach oben sortieren mit den zwei Klicks. Nee, das wollen wir nicht, falsch geklickt. Hier unten, das ist es. Und davon nehmt ihr dann im Endeffekt das Backup und geht auf Restore. Und dann spielt ihr euch das ein. Eigentlich relativ komfortabel. Ich sag mal, wenn man in Urlaub fährt, dann macht man das gerne. Wenn ich jetzt aber das jeden Tag mache, zur Arbeit gehe, meinen Laptop mitnehmen will, dann ist es halt blöd, weil dann muss ich halt jeden Tag dann das Backup machen, das überspielen. Kann man auch machen, kostet aber Zeit. Dann ist vielleicht doch eine Serverlösung die bessere Art und Weise. Ja. Geht also so. Andere Variante, die zeige ich euch noch, ist, ihr kopiert das ganze Verzeichnis. Und dazu müsst ihr wissen, wo sind denn die relevanten Daten aus eurem Agena Trader gespeichert. Ja, für die manuellen Künstler, ich mache das gerne als zweite Sicherung nochmal, weil wenn das Backup nicht richtig funktioniert, was hier implementiert ist, dann weiß ich, dass ich da aber die Daten eins zu eins wirklich übertragen kann. Und ist auch ganz wichtig, weil ja dort auch die Store-Datei drin ist. Und wenn ihr nicht jeden Tag Backup und habt aber Trades drin, die von vor 2 Wochen waren, ihr habt kein Backup drin, sondern ihr habt noch die neuen Trades drin, ihr habt vor 2 Wochen Backup gemacht, dann kann es sein, dass die in der Store-Datei nicht drin sind. Ja, das wäre doof, dass wir öfter ein Backup machen, logischerweise, am besten täglich, nach Beendigung eurer Handelssitzung zum Beispiel. Aber anders geht's so. Ich muss wissen, in welchem Verzeichnis ist im Agena Trader das alles gespeichert. Also wie kriege ich das so raus? Ihr geht auf Tools, Einstellungen, Konfigurations-Escort. So, ganz nach unten einfach rutschen. Bei V steht Verzeichnisse. Da klickt ihr drauf. Und wir wollen ja nur eine Information haben.
nicht wundern, bei mir sind die, bei euch steht ja bestimmt C und ich hoffe nicht, dass da OneDrive drin steht, weil das wäre dann eine Cloud, wäre nicht so vorteilhaft. Also lieber lokal installieren als in der Cloud, weil da gibt es beim Abgleich oft Probleme. Cloud ist was anderes als ein Server. User-Verzeichnis ist das, was wir brauchen. Und wenn ihr das finden wollt, dann geht ihr einfach auf den File. Zack. Dann bin ich bei Windows drin und ich kann das hier letztendlich als Agina-Trader-Verzeichnis sehen. Und kann ich Folgendes machen. Ich drücke hier Steuerung A. Alles ist markiert und Steuerung C. Und kopiere das komplett. Und dann nehme ich mir den USB-Stick. Könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber nehme ich mir einen USB-Stick und lege mir dort einfach ein Verzeichnis an, was heißt Agina Trader, weil nicht Backup, ja? Oder Agina Trader manuelles Backup. So, das nehme ich da rein. Und dann kopiere ich einfach vom USB-Stick, genauso wieder mit Steuerung A und Steuerung C, dieses Verzeichnis vom USB-Stick, was genauso aussieht logischerweise, weil ihr habt es ja auch vom Desktop auf den USB-Stick kopiert. Und jetzt kopiert ihr dieses Verzeichnis vom USB-Stick auf den Laptop in das Agina Trader User Verzeichnis dort. Und das findet ihr natürlich genauso auf dem Laptop wieder. Aber Tools, Einstellungen, Konfigurationsescort. Ihr macht das jetzt auf dem Laptop, stellt euch vor. Verzeichnisse. Aha, User-Verzeichnis, kann ja sein, dass es da woanders ist. Und da macht ihr dann eigentlich nur noch Steuerung V. Ja, und überschreibt damit, das ist wichtig, die Daten sind dann weg, die da auf dem Laptop sind, überschreibt die Daten dann mit den aktuellen Desktop-Daten. Finde ich eine gute Sache, die letztendlich dazu führt, dass ihr zwei Schienen habt, wo ich der Meinung bin, ihr seid 100%, also zu 99,9%, wenn ihr beides macht, sicher. Die zweite Variante mache ich halt nicht ganz so häufig wie mit dem Backup. Aber ich muss auch nicht überall mit dem Laptop hin. Aber wer das halt macht, öfter macht mit dem Laptop, der sollte darüber nachdenken, einfach eine Server-Datei zu haben. Was ihr nicht machen könnt, ist auf dem Laptop den Agina Trader am Laufen zu haben und gleichzeitig am Desktop. Startet ihr am Laptop euren AT, gibt es eine Anfrage an den Server von AT. Und der sagt, Hallöchen, du hast nur eine Lizenz, Bingo. Dann sagt er, okay, da läuft noch was. Und dann schaltet er es mit OK aus und dann habt ihr auf dem Laptop die aktuelle Version vom Agina Trader hoffentlich laufen, wenn ihr ein Update gemacht habt. Und im Hintergrund die andere auf dem Desktop, die geht automatisch aus. Also ihr könnt nur eine betreiben. Zweimal installieren, dreimal installieren, viermal installieren. Aber live geschaltet geht immer nur eine. So, okay, dann haben wir schon 58. Wenn da noch Fragen sind, dann könnt ihr die stellen. Da sehe ich schon, da hat der Nelson richtig geackert, hat schon was geschrieben im Hintergrund. Ich sage, das läuft ja wie geschmiert. Ich staune mal, wie schnell so eine Stunde vergeht. Ja, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so, sind noch ein paar Fragen offen. Ab okay. 18.34 Uhr. Oh Gott, dann schaffen wir das noch bestimmt. Ja, das klappt schon. 18.34 Uhr. Was ist denn nun in deiner 1.2K-Version neu? Neu wird sein, wir haben weniger Signale. Das ist auf jeden Fall neu. Wir haben sehr viel verändert zur Out-Performance und Under-Performance. Hier wird auch ganz krass eingegriffen. Das ist jetzt im Endeffekt kein Agina Trader Helpdesk, aber Outperformance und Underperformance sind gravierende Änderungen. Da sieht man seit sofort, ob eine Aktie halt besser funktioniert oder eine Index weniger gut funktioniert als die Benchmark zum Beispiel. Da haben wir eine Verbesserung. Wir haben automatisch anzeigende Stops, wann der versetzt werden muss, damit du auch geweckt wirst, wenn du halt diesen Trade hast. Der geht nicht automatisch, das wollen wir nicht, wir wollen keine Programmierung, aber du kriegst einen Hinweis, dass du jetzt deinen Stop nachzusetzen hast. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Wir haben Backtesting laufen zu verschiedenen Stop-Strategien, das finde ich auch gut, die dann in einer Condition halt umgesetzt werden. Du kriegst wieder einen Hinweis darauf, dass du jetzt deinen Stop bei einem laufenden Trade nachziehen solltest und du kriegst natürlich auch im Vorfeld einen Hinweis, wo
wo du dein Target sinnvollerweise hinlegst. Dazu kommen noch andere Sachen, zum Beispiel die Aktualisierung der Listen. Also zum Beispiel kann ich den Russell 2000 scannen und dann haben wir dort die Aktien so weit reduziert, dass es halt auch wirklich Chartbilder sind, die man auch handeln kann. Das unterstützt die Performance. Wir haben andere Listen, wir haben Goldlisten, wir haben Silberlisten. Also eine ganze Menge. Jetzt aber nur für den Aktienbereich. Wenn MT5 ist, machen wir das dann auch für den CFD-Bereich. Wenn die Auswahl der Instrumente so groß ist, dann macht das wirklich Sinn. Also da kommt eine ganze Menge. Und wir haben eine Überarbeitung unserer Signale, die Sache aufarbeitet, hauptsächlich mit dem Ziel, noch weniger Signale zu bekommen. Ja? Und ganz klar zu sagen, okay, das Signal muss ich jetzt nicht nochmal überlegen, eine Runde, weil Sachverstand und Wissen braucht man immer. Also wenn etwas aufblinkt, kann ich das verhandeln. Aber ich muss es halt immer im Konsens sehen, weil ein Computer gibt mir etwas vor und ein Signal ist halt nur ein Vorschlag und mein Gehirn, denke ich mal, ist halt, sage ich mal, von der Abbildung her vielleicht etwas komplexer als mein Signal, was ich dort im AT habe. Und deshalb muss ich immer abgleichen, passt das mit dem, was ich mir vorstelle? Und das wollen wir halt noch mehr reduzieren. Also eine ganze Menge. So. Ja, 1858 kam nochmal von Carsten. Hast du was zur 275 gehört? Ja, das hat ja der Nelson schon gesagt. Letztendlich sind da die Tests am Laufen. Man kann sich da melden und das testen mit dem MT5. Die anderen Funktionen, da weiß ich, dass es wohl mit dem Server funktionieren soll mittlerweile und mit dem anderen Datenfeed. Letztendlich muss man dann mal sehen, es ist noch eine Beta. Und ja, immer die Frage, wollt ihr das, wenn ihr einen aktiven Handelsplatz habt, wo ihr eure Strategie handelt, dann würde ich halt immer persönlich warten, bis das Ding wirklich freigeschaltet ist, weil es kostet nun mal Zeit. Ihr werdet bestimmt noch einen Fehler irgendwo finden, deswegen ist es ja eine Beta. Und je breiter der Markt wird, die Leute, die es benutzen, desto immer weniger Fehler wären es, hoffentlich. Und dann wird es halt schwierig. Ne? Wo kann man die Pivotpunkte sehen? Die Pivotpunkte, ja, habe ich gerne erklärt bei Fragen zum AT, ist der AT oder FX Flat. Bei Fragen zum AT kann man natürlich auch das FX Flat Team logischerweise fragen. Ihr könnt aber auch an mich Fragen stellen, je nachdem, was für eine spezifische Frage ihr habt. Ja? Also das FX Flat Fliegen ist auch mega kompetent, wir arbeiten auch zusammen, also von daher gar kein Problem. So, Pivotpunkte kann ich jetzt aus dem Punkt gar nicht sagen, aber ich schaue mal schnell nach, ob da irgendwas drin war. Pivot Points, also hier oben bei Indikatoren habe ich das angeklickt, dann geht man dazu mit rein und dann kann man das hier, glaube ich, mit hinzufügen. Da sind sie. Benutze ich nicht, aber geht so auch. Sieht doch gar nicht schlecht aus, ne? Okay, habe ich die Frage auch noch beantwortet? Dann war es das von meiner Seite aus. Schöne eine Stunde mit euch verbracht. Schönen Dank. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wenn nicht, dann seid ihr trotzdem dabei geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, auch diejenigen, die sich die Videos anschauen, das sind ja auch eine ganze Menge immer, die da regelmäßig reinschauen. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir. Wir machen es live. Und wenn nicht, dann stellt sie mir. Okay, das war es von meiner Seite aus. Ja, super. Du hast es ja schon dann gesagt, wenn Fragen noch aufkommen, jetzt im Nachhinein dann entweder uns anschreiben, service@fxflat.com oder natürlich den Carsten über seine Webseite kontaktieren. Beides ist möglich und wir versuchen an der Stelle zu helfen. Ansonsten vielen Dank für die Teilnahme, für die Fragen selbstverständlich und dir natürlich auch ein Dankeschön an Carsten für das Webinar heute. Und ich wünsche noch einen schönen Abend, ja, erfolgreiche Handelswoche, wobei ab morgen mit Feiertag in den USA wird es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger. Nichtsdestotrotz passen Sie auf Ihre Positionen auf und Carsten, du hast sehr gerne das Schlusswort. Dankeschön. Ja, schönen Dank. Die gemütliche Zeit kommt ja jetzt auch, es wird früher dunkel. Wir haben hier heute zu Hause, sage ich mal, schon die ersten Weihnachtsschmuck aufgestellt und von daher genießt einfach auch die Zeit, wo ihr nicht handelt, mit eurer Familie. Bleibt gesund, ganz wichtig und entspannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.